Und einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag. Ich habe gerade mal wieder kein Zeitgefühl, wünsche ich dir. Ich weiß nicht, haben wir noch vor 12 oder nach 12? Egal. Ich komme gerade von einer grenzgenialen Entspannungssitzung, die ich mir jetzt gegönnt habe. Und es ist mal wieder so sinnig, das möchte ich mit dir teilen. Ich bin hier gerade noch in der Nähe von Saarbrücken, bevor ich heimfahre, wieder zurückfahre. Wie das Universum uns eigentlich immer lenkt und führt. Wenn du mein Video gestern gesehen hast, dann habe ich ja ein paar Tränen hier vor laufender Kamera fließen lassen. Ungewollt, ungeplant, aber es war halt so. Ich stand ja ein bisschen neben mir, weil unsere Tochter da gestern aus Bulgarien angerufen hatte vom Krankenwagen, als gerade unterwegs war, ins Krankenhaus, weil sie da Probleme hatte. Und ich als Mama war natürlich da völlig berührt, nicht in der Nähe vom Kind, kann nichts machen und hatte ja auch schon geguckt dann ganz spontan, als sie auf dem Weg ins Krankenhaus war, wusste ich ja nicht, wie geht das aus, welche Diagnose kommt da jetzt bei raus und hatte ja dann auch schon geguckt, wann der nächste Flug ab Frankfurt geht, sodass ich hätte können nach Varna fliegen, gegebenenfalls auch gestern Abend noch und hatte so über das Thema Geld auch gesprochen, wie schön es dann ist, dass es egal ist, ob das jetzt Businessflug, Economy oder First Class ist, dass du einfach buchen kannst und solche Dinge. Und das hat mich gestern ja schon irgendwo mitgenommen, das hat man ja auch an meinem Video gestern Mittag gesehen, oder gestern Abend war es schon. Und ich bin sowieso im Moment ein bisschen in einem noch feinfühligeren Zustand, als ich sonst normalerweise bin, denn ich bin gerade am Fasten. Für mich gibt es zurzeit eine Kokosnuss, eine Trinkkokosnuss jeden Tag und frisch gepressten Saft, den trinken wir sowieso ja jeden Tag, wenn wir hier im Saarland sind. Da strecke ich mir dann einfach die Flaschen tagsüber, dass ich da ein bisschen mehr zu trinken habe. Ja, und ansonsten gibt es einfach Fasten für mich und dann ist man ja eh in so einem etwas anderen Zustand. Und deshalb hat mich das alles gestern ziemlich gepackt einfach. Aber es ist ja wieder Entwarnung. Tochter ist wieder aus dem Krankenhaus zurück, ist wieder im Hotel. Und ich freue mich jetzt natürlich, wenn sie wieder zurückkommt und ich sie wieder in den Arm nehmen kann und drücken kann. Okay, und das wollte ich eigentlich mit dir teilen, mal wie sinnig das ist, wie wir geführt werden. Zum einen hatte ich, Dienstag muss es gewesen sein, so den Impuls, im Saarland zu schauen, wo es da jemanden gibt, der mir mal so eine Entspannungssitzung geben kann. Es ist keine direkte Massage, ist ein bisschen ein anderes Konzept und ich habe da auch jemanden gefunden und am Dienstag und ich hatte so das Gefühl, ich brauche das diese Woche und zwar am Freitag. Und sie war auch so nett und hatte dann noch einen Termin frei. Heute Morgen um 8:30 hat sie mir den Termin gegeben und ich fühle mich jetzt sowas von befreit und entspannt und mein Kopf ist frei. Weil der hat natürlich ganz viel Kopfkino auch gestern da gespielt, als diese Geschichte mit meiner Tochter war. Und ich war schon ziemlich geschafft dann irgendwo gestern Abend, so platt, wie man so schön sagt. Und so als hätte das Universum das alles schon gewusst, dass ich am Dienstag hingehe und plane, habe das Gefühl, ich brauche diese Woche noch so eine Entspannungssitzung und habe da auch jemanden im Saarland gefunden, in der Nähe von Saarbrücken, wo ich dann heute Morgen den Termin eben auch hatte. Und ja, das hat alles so gepasst nach dem gestrigen Tag auch einfach. Und auch im Hinblick auf das Thema Geld, wo ich ja gestern drüber gesprochen habe, was ich eben ja auch nochmal gesagt habe, dass am Montag die Money Freude Challenge startet, wo ich vor 2 Wochen oder 3 Wochen, ich weiß nicht mehr, wann der Impuls da war, sowas für dich zu machen, um dich mal 5 Tage lang jeden Tag zu inspirieren. Und ich möchte dich da nicht inspirieren, sondern ich möchte wirklich nächste Woche ein bisschen was mit dir erarbeiten, dass du da wirklich ganz, ganz viel auch rausnehmen kannst aus dieser Money Freude Challenge. Also wenn du live nicht dabei sein kannst, die Challenge wird ja aufgezeichnet, die steht dann hier in der Gruppe auch zur Verfügung. Leg dir einen Stift bereit, du wirst jeden Tag auch Aufgaben bekommen, die du dann auch bitte gerne auch umsetzen solltest, damit du wirklich das Größtmöglichste aus dieser Challenge nächste Woche von Montag bis Freitag rausnehmen kannst
Und ja, dann auch weißt, wie es eben weitergeht, wie du auch dein Money-Mindset, um es mal so auszudrücken, in die Heilung bringst. Ja? Und so werden wir alle immer geführt. Jetzt mal an den Beispielen diese Woche hier, im Hinblick auf Geld und im Hinblick auf diese Sitzung, die ich mir da heute Morgen selbst gegönnt habe. Und so wirst auch du geführt. Du darfst es nur einfach mal wahrnehmen. Du darfst mal so diese kleinen Dinge, diese kleinen Geschenke, die das Universum dir schickt, mal so wahrnehmen, wie du wirklich geführt bist und jeden Tag geführt wirst. Unter anderem ja auch geführt wurdest, hier in die Gruppe zu kommen, wo ich dich inspirieren darf. Du hast ja irgendwie das Gefühl gehabt, okay, diese Gruppe hier ist das Richtige, da gehe ich mal rein und da werde ich weitere Impulse bekommen. Und das ist ja auch mein Anliegen an dich, dir hier ganz, ganz viel Impulse und Input und Content zu schenken, dass auch du deinem Seelenplan ein Stück näher kommst. Und vielleicht magst du heute einfach mal deine Aufmerksamkeit darauf richten, auf Botschaften, die das Universum dir schickt, sei es in Form von Ideen, wie ich die Woche am Dienstag plötzlich die Idee hatte, mir so eine Entspannungssitzung bei einer Therapeutin hier zu buchen und zu gönnen. Oder sei es, dass du irgendwie unterwegs bist und siehst irgendwo eine Zeitung und eine Überschrift, wo du denkst, ach, da ist eine ganz besondere Botschaft für mich dabei. Die Zeitung liegt jetzt gerade nur für mich da und möchte mir da irgendwas gerade vermitteln mit dieser Botschaft. Oder du hast eine besondere Begegnung mit einem Menschen, den du vielleicht schon ewig nicht mehr gesehen hast und der sagt dir ganz was Besonderes, wo du denkst, ups, was steckt da für eine Botschaft dahinter? Auf die Art und Weise agiert das Universum und schickt dir Botschaften und führt dich und leitet dich. Okay? Halt heute mal gerne Ausschau nach den Botschaften, die das wohlwollende Universum, dein höheres Selbst, egal welchen Namen du dieser Energie ergeben möchtest, dir schickt und nimm das mal wahr und geh mal so mehr ins Vertrauen, ins Leben und lass dich da mal leiten und führen. Und dann sehen wir uns hier in der Gruppe ja sowieso und spätestens am Montag bei der Money Freude Challenge. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.